Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um dieses Instrument gehen. Eine fünfsaitige Carbonvioline Elena. Das Besondere, sie hat neben den üblichen vier Saiten noch eine tiefe C-Saite. Das heißt, man hat zusätzlich noch das Frequenzspektrum nach unten einer Bratsche dazu. Das ist mit Sicherheit nicht das Instrument für den klassischen Orchester- oder Kammermusiker. Aber im Bereich der populären Musik, Folk, Rock, Jazz, vielleicht auch Bluegrass oder Country, macht ein fünfsaitiges Instrument mit dem zusätzlichen Frequenzspektrum nach unten, die tiefe C-Saite, durchaus Sinn. Vor einiger Zeit hatte ich Micha zu Gast. Er begleitet mich schon seit langer Zeit bei der Entwicklung meiner Instrumente und steht mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite, was Einstellarbeiten, Klangvergleiche etc. angeht. Er betreibt den YouTube-Kanal Electric Violin Day, in dem es primär um Elektrogeigen, Besprechungen, Effekte, Möglichkeiten in diesem Bereich etc. geht. Heute spielt er hier diese fünfsaitige Geige und zeigt ein klein wenig, wie sie klingen, was man damit machen kann. Den Link zu seinem YouTube-Kanal, in dem er auch ein Video hat, in dem er eben genau diese fünfsaitige Elena hier detailliert bespricht, finden Sie da oben eingeblendet, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung. Ja, jetzt soll es hier erstmal um die Besonderheiten dieses fünfsaitigen Instrumentes gehen. Ganz augenscheinlich sieht man hier schon mal den Kinnhalter, der in diesem Fall mit Leder bezogen ist, ein naturgegerbtes Leder, was unglaublich angenehm an der Haut hier am Kinn ist und insofern einfach eine absolute angenehme Alternative zu den üblichen Holz- oder Kunststoffoberflächen, die man an so einem Kinnhalter üblicherweise hat. Die zweite Besonderheit ist, man kann es hier so erkennen, da steckt direkt noch die Buchse vom Tonabnehmer mit drin. Das heißt, man hat keine zusätzlichen Befestigungen, um das Kabel für den Tonabnehmer anzuschließen. Das ist in den Kinnhalter mit integriert. Und wenn man dieses Instrument mal gänzlich auf ein rein akustisches Instrument umbauen möchte, dann ist das eine ganz einfache Sache. Man entfernt den Kinnhalter und damit die Buchse und man tauscht den Steg gegen einen Steg ohne das Loch für den Tonabnehmer, der hier im Steg drin steckt. Und dann ist es ein rein akustisches Instrument. Ansonsten ist am Instrument nichts weiter verbaut. Genauso kann man aber auch aus jedem rein akustischen Instrument zu jedem Zeitpunkt später ein elektrisch verstärktes machen, indem einfach ein zusätzlicher Steg oder der Steg eben entsprechend mit dem Loch erweitert wird, der Tonabnehmer drankommt, ein Kinnhalter mit der integrierten Buchse montiert wird und schon hat man die Möglichkeit, mit Tonabnehmer zu spielen. Auf den Tonabnehmer werde ich in einem gesonderten Video mal detailliert eingehen, weil der hat noch ein paar mehr Besonderheiten. Man kann bei dem, er ist ja nur gesteckt, durch Drehen den Klang des Instruments, also den abgenommenen Klang, in gewisser Weise einstellen und er bietet auch ansonsten ein paar Besonderheiten, die sonst vielleicht nicht so üblich sind. Aber wie gesagt, dazu mehr in einem separaten Video.
Dann ganz besonders hier bei dem Instrument, der Hals ist nicht der Hals der normalen vierseitigen Elena, sondern es ist ein Hals, der extra für die fünfseitige entwickelt wurde. Er ist deutlich breiter, um übliche Seitenabstände, wie man sie sonst beim vierseitigen Instrument hat, auch beim fünfseitigen zu haben, einfach um einen gewissen Spielkomfort zu haben und auch bei Doppelgriffen da keine Schwierigkeiten zu haben, dass man immer zwei, drei Saiten auf einmal erwischt und keine schönen Doppelgriffe spielen kann. Wenn jemand das möchte, können wir diesen breiten Hals auch an eine normale vierseitige Elena montieren. Wenn jemand einfach mehr Platz auf dem Griffbrett haben möchte, geht es jederzeit. Der Korpus ist auch ein klein wenig anders in ein paar Details. Er ist minimal stärker ausgelegt, einfach angepasst an die höhere Saitenspannung durch die tiefe C-Saite, die dazu kommt, und das nach unten erweiterte Frequenzspektrum. Um dem Rechnung zu tragen, wurden da Kleinigkeiten geändert, äußerlich nicht erkennbar, sondern einfach im Materialaufbau. Auch in dem Instrument ist eine Animanova, also ein einstellbarer Carbon-Stimmstock drin, ein traditioneller Ahornsteg. Was nicht traditionell ist, ist ja einiges bei dem Instrument, ist das Griffbrett und der Saitenhalter. Beide sind aus einem speziellen Bambusmaterial. Es hat eine sehr, sehr schöne Optik, die irgendwo so zwischen einem dunklen Palisander und Ebenholz liegt, würde ich sagen. Und ist sehr hart, hat eine sehr hohe Dichte, die quasi vergleichbar mit Ebenholz ist. Ist akustisch sehr interessant, auf jeden Fall, also absolut eine Alternative an der Stelle auch zu traditionellen Hölzern wie Ebenholz. Ist absolut nachhaltig in der Herstellung, im Aufwachsen des Bambusgrases und insofern auf jeden Fall auch da eine interessante Alternative zu Tropenhölzern. Beide Teile, der Saitenhalter und das Griffbrett, sind aus unserer eigenen Fertigung. Das Griffbrett ist wahrscheinlich nicht ganz so wartungsfrei, wie es ein Carbon-Griffbrett ist. Es wird also irgendwann mal auch leichte Spuren haben und wahrscheinlich irgendwann abgezogen, überarbeitet werden müssen. Wobei das tatsächlich auch jeder Geigenbauer kann, weil es sich genauso verhält wie ein Ebenholzgriffbrett von der Bearbeitung und allem her. Von der Haptik her ist es, ich sag mal, ein bisschen gewohnter. Es fühlt sich einfach an wie ein Holzgriffbrett. Und das ist vielleicht auch für manchen ein Argument, sich für so ein Griffbrett zu entscheiden. Das können wir auch auf der vierseitigen Elena anbieten und auf dem Cello bzw. auf der Bratsche. Es ist einfach eine Alternative. Muss jeder für sich entscheiden, was er da lieber haben möchte. Vorteil gegenüber traditionellen Holzgriffbrettern ist, neben dem, dass es besonders nachhaltig ist, dass es absolut dimensionsstabil ist und deutlich unempfindlicher als alle traditionell verwendeten Varianten an Hölzern. Auch deswegen ist es eigentlich prädestiniert hier für unsere Carboninstrumente, wo wir ja Wert drauf legen, dass sie eben möglichst unempfindlich sind bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen. Also auch das kann dieses Bambusgriffbrett absolut gewährleisten. Feinstimmwirbel, auch hier die üblichen von Wittner, und hier im Saitenhalter ein Titan-Feinstimmer integriert. Wenn man das möchte, dann können wir auch weitere Feinstimmer integrieren. Ich persönlich finde eigentlich immer, wenn der für die E-Saite da drin ist, ist das einfach ein gewisser Stimmkomfort. Für die anderen Saiten sehe ich das persönlich nicht so wichtig, zumal wenn man eben die Feinstimmwirbel hat. Aber das muss auch jeder entscheiden. Können wir machen, wie es gewünscht wird. Die verwendeten Saiten sind ein kompletter Saitensatz, der in diesem Fall aus dem Haus Thomastik Infeld stammt. Es gibt aber auch Saitensätze von Daddario oder Perastro, die sich dafür eignen. Es macht absolut Sinn, einen solchen kompletten Saitensatz zu verwenden, einfach weil dann die Abstimmung zwischen den einzelnen Saiten mit am besten funktioniert. Und wenn man jetzt einen beliebigen Violinseitensatz nimmt und dann irgendeine C-Saite von der Bratsche dazu verwendet, dann gibt es da oft einen richtigen Sprung klanglicher Art,
weil die Bratschenseite einfach für eine längere schwingende Seitenlänge konstruiert ist und für andere Korpusabmessungen insgesamt. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall meiner Meinung nach auf solche speziellen Violin-C-Saiten zurückgreifen und am besten eben auch auf ein komplettes Set, weil es einfach am besten aufeinander abgestimmt ist. So, das soll jetzt erstmal genug sein von den technischen Besonderheiten des Instruments. Und dementsprechend würde ich sagen, jetzt hören wir sie uns mal an. Ganz kurz was zu dem, wie aufgenommen wurde, um das ein bisschen nachvollziehbar zu gestalten. Wir haben hier auf der Seite ein Zoom H6 mit aufgesteckter Mikrofonkapsel. Und wir haben da oben zwei Kleinstmembran-Kondensatormikrofone. Beides wird zusammengemischt, nicht weiter bearbeitet. Und das ist das, was wir hier jetzt im Endeffekt hören. Dazu gibt es dann noch die Aufnahme mit dem Tonabnehmer, der hier integriert ist. Wird aber jeweils explizit dazu gesagt, beziehungsweise ich werde es einblenden, was man dann gerade hört. Weitere Klangbeispiele und die Besprechung des Instruments hier, beziehungsweise der zu dem Zeitpunkt zwei Instrumente, finden Sie hier oben, wie vorhin schon gesagt, verlinkt auf der Seite vom Micha. Beziehungsweise unten in der Beschreibung natürlich auch. Ich empfehle absolut, sich dieses Video auch mal anzugucken, weil es einfach noch viel detaillierter ist aus der Sicht des Musikers. Und dazu gibt es einfach auch noch mal deutlich mehr Klangbeispiele, wo man einfach einen Eindruck bekommt, wie so ein Instrument klingt. Und bei einem der beiden Instrumente machen wir auch eine kleine Klangveränderung, Einstellung, und dann einfach auch sieht, was passiert, was kann ich da einstellen und wie kann der Effekt sein. So, und jetzt am Ende hören wir nochmal eine Aufnahme mit dem Micha, wo er das Instrument einmal ganz natürlich über Mikrofon abgenommen spielt, über Tonabnehmer, mal mit, mal ohne Effekte, einfach damit man mal so eine grobe Idee hat, wie das Ganze dann klingen kann. Viel Spaß damit und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal.